Wir sind heute im McLaren Technology Center hier in Woking, England. Und wir haben heute die große Ehre und Möglichkeit, mal ein bisschen hinter die Kulissen von McLaren zu schauen. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert den Kanal und willkommen bei The Wolf of Passion. Darauf habe ich mich schon sehr lange gefreut, weil wie ihr wisst, bin ich ein großer McLaren-Fan und wir sind auch schon einige auf unserem Channel gefahren, wie zum Beispiel dem 675 LT, dem 765 LT, dem 750S, dem Artura und sogar dem McLaren Senna, Leute. Und somit ging es dann auch schon in das Gebäude rein und ich war wirklich schon heiß darauf, all meine Fragen stellen zu können, gerade auch in dem Bezug auf die Formel 1, auf den McLaren F1, aber auch auf die Vorwürfe zur angeblichen Insolvenz von McLaren. Wie krass das hier gemacht ist. Ich meine, guck dir allein schon mal hier dieses McLaren Boulevard an. Ich meine, das ganze Gebäude ist ja wirklich verrückt. Das hat er tatsächlich auch 2005 mal, war es nominiert für einen Design Award. Und das merkt man auch total, weil es ist halt rundum in sich vollkommen Design. Und ich finde das Verrückte bei McLaren, wie sehr sie auf diese technologische Sicht eingehen. Allein schon dieser Fahrstuhl, guck mal. Ist das nicht fancy? Davon gibt es einfach 3 Stück. Und dann wirst du halt schon begrüßt mit den verrücktesten McLaren-Modellen. Und dann ging es auch schon los, zum Glück, denn ich wollte ja endlich all meine Fragen beantwortet bekommen und euch natürlich so viel wie möglich von der McLaren-Produktion zeigen. Leider aber durfte ich während der Tour nicht filmen, aber ich habe relativ gute B-Rolls aus dem Internet finden können, um es euch zu zeigen. Wir gingen dann durch das Gebäude über einen Tunnel ins MPC, also dem McLaren Production Center. Und als ich das gesehen habe, war ich echt platt. Denn Leute, wie scheiße nochmal klein das ist. Ich meine, klar, McLaren hat im Jahr 2023 gerade mal 2137 Autos gebaut, also nur ein Bruchteil, was andere Hersteller wie Mercedes oder Porsche herstellen. Aber dennoch dachte ich, dass das aus so Hallenkomplexen bestand, aber nein, es war einfach nur eine einzige Halle, was aus 6 Meter breiten Straßen bestand. Rechts außen war dann so die Lackiererei, wo die Carbonparts ihre Farben bekommen haben und der Rest war dann die komplette Produktion. Vorne rechts standen dann die Carbon-Monocoques, die dann in die Produktionsstraße aufgenommen wurden, um dann die weiteren Montagehalterungen für Achsen, Motor etc. anzubringen. Dann folgten auch schon relativ zügig die oberen und seitlichen Bodypanels, die Dachstruktur mit Motoren für die Cabrios. Und dann ging es auch schon los mit der Hochzeit. Ne? Motor und Getriebe wanderten dann direkt ins Carbon-Monocoque. Genauso die Achsen, Bremsen, die Hydraulik, der Elektronikkabelbaum und allem, was das Auto benötigt, damit es von alleine fahren kann. Das heißt, alle technischen Parts, abgesehen von Türen und das komplette Interieur. Das folgt dann Stück für Stück in dieser kleinen Halle und auch noch komplett bespoke für jedes Auto. Wenn das soweit alles erledigt ist, geht's für die Autos in den Performance-Test. Das ist so diese Glasbox relativ zentral vorne in der Mitte, wo die Autos auf einen Prüfstand gehen und alle Szenarien abgefahren werden. Wenn das wiederum auch positiv geklappt hat, geht es weiter in den Witterungstest. Das bedeutet, die Autos werden ähnlich wie in der Waschanlage mit relativ starkem Druck mit Wasser besprüht, um zu gucken, ob auch wirklich alles dicht ist. Wenn ja, kommt der letzte Schritt und zwar der Roadtest. Jedes einzelne Auto wird für 40 Meilen auf den öffentlichen Straßen bewegt, um jede Situation durchzutesten. Ist es nicht einfach beeindruckend, dass man in so einer überschaubaren Halle in Handarbeit bis zu 20 Autos am Tag durchhauen kann? Weil sonst, wo ich die Produktion immer gesehen habe, waren das riesen Industriekomplexe mit irgendwelchen verölten Robotern, die unfassbar viel Lärm gemacht haben. Die Halle war saumäßig leise, alles in dieser Halle war weiß und sauber und das habe ich noch nie zuvor gesehen. Also das ist so dieses, was ich von McLaren so mag, dieses cleane Technologische und das kenne ich auch bisher nur von da. Und ey, ihr hättet echt mal mein Gesicht sehen sollen, wie ich da geplättelt war. Weil jetzt stellt euch doch mal vor, ihr kauft euren Traum-McLaren, habt die Chance, ins MPC zu kommen und könnt im Optimalfall vielleicht auch noch euer Auto zusammenbasteln. Das wäre schon... Okay, dann ging es aber weiter in die historische Formel-1-Werkstatt. Und als ich die Autos gesehen habe, vor allem auch noch zerlegt, habe ich echt gedacht, ich habe noch nie mal in meinem Leben Auto gesehen. Es ist wirklich surreal. Wir haben aber die Möglichkeit, auf ein relativ aktuelles Auto der Formel 1 mal zu schauen, nämlich aus 2022 war das. Und ey,
erstmal, wie groß die Dinger geworden sind. Wenn wir mal so den Ursprung angucken von dort hinten. Die haben extra damals versucht, die Autos so langsam wie möglich zu bekommen. Deswegen waren die damals so schmal und so klein gehalten. Jetzt mittlerweile dürfen die wieder größer werden, aber natürlich halt auch deutlich mehr Gewicht bekommen in Form von Hybridantrieb etc. Aber es ist jetzt auch mal so geil für mich zu sehen, so als Technik-Nerd, wie so ein Formel-1-Auto wirklich genau funktioniert. Weil ich meine, allein schon hier drunter, ne, diese unterschiedlichen Layers an Frontsplittern, ne, allein was das schon für einen Abtrieb sorgt. Dann natürlich nochmal so Side-Skirts hier vorne dran. Dann hast du hier allein schon jedes einzelne Element nochmal als Luftausgang hier vorne dran. Wie viele unterschiedliche Nasen es für die Formel 1 gab, was halt zum Thema Crash natürlich zu tun hat und natürlich Aerodynamik. Das hat sich so oft verändert. Manchmal hatten sie die besonders schmal, dann sind sie wieder breiter geworden. Aber all in all ist es halt einfach besser geworden. Oh, ich sehe so viele Sachen, ey Leute. Die Luft geht quasi hier drüber. Dann hast du hier nochmal so einen zusätzlichen Spoiler, um die Luft halt so gut wie möglich hier an deinen Fahrwerksaufhängungen da vorbeizugehen. Wir haben im Prinzip hier innen drin einen, du kannst es gar nicht wirklich Dämpfer nennen. Das ist ganz verrückt. Das sind so ganz eigens entwickelte, komplett aktive Dämpfer, die auch hydraulisch gesteuert werden. Ne? Um natürlich halt auch diesen Drag, was das Auto bekommt, also was es natürlich bei Highspeed nach unten drücken würde, wieder hochpressen kann. Und alles halt super leicht hier in Carbon gefertigt. Guck mal, wir haben hier einen Lenker, wir haben hier einen Teil, wir haben hier einen Teil. Und hier oben nochmal ein eigens entwickelter Träger. Also super kompliziert gestaltet. Dann natürlich noch hier der Schutz rund um die Felgen, um natürlich halt auch die Hitze dabei zu behalten. Und dann geht es natürlich weiter. Ne? Die Luft strömt hier vorne an. Dann allein schon der Unterboden. Ich meine, du kannst im Unterboden so unfassbar viel Downforce erzeugen. Und dann wird es hier nochmal in diesen verschiedenen Schichten da durch das Auto durchgeführt. Hier am Unterboden entlang, komplette hier entlang. Hier hast du dann auch nochmal einen weiteren Luftauslass, was die so mal rausgemessen haben. Das hier wird nochmal gehalten von tatsächlich ein paar Metallteilen. Also das ist nicht mal Carbon, sondern das hier sind so ein Metallbracket, wo nochmal diesen separaten Splitter, das ist ja quasi eingeformtes Teil und nochmal dazu einen weiteren Splitter. Das ist echt, boah, vor allem auch krass. Hier vorne wird es dann nochmal reingehen zu den Kühlern. Das heißt, die Luft bombt volle Kanne an. Hier rein. Dann geht es nach hinten. Natürlich wird die Luft hier rausgelassen, um das Auto nicht abzubremsen. Aber von da geht es dann in die Kühler rein. Wenn ich schon mal hier reingucke, hier sitzen dann die Kühler auf und führt dann quasi in den Motor rein, ey. Dann auch das Halo-System. Und er hat auch gesagt, ich meine, die Sitze sind ja wirklich so geformt, du liegst ja da drin, du kannst dich ja kaum bewegen, aber ist auch dazu da. Weil Leute, ein McLaren Senna macht 800 Kilo Downforce. Ihr seht, wie wild dieses Auto design ist. Mit diesem Riesenflügel, mit der kompletten Aerodynamik. Das Auto kann hier nichts außer Aerodynamik. Wir stehen hier von 4,5 Tonnen Abtrieb. 4,5 Tonnen auf knapp 800 Kilo Leergewicht. Und das war noch nicht mal das Krasseste. Das kann alles noch getoppt werden. Ich meine, im normalen Straßenauto, was erreichst du da für G-Kräfte in den Kurven? Zwischen 1, 1,5 G würde ich sagen. Da bist du schon echt championmäßig dabei. Hier hast du so bis zu 7 G Kurvenspeed. Also siebenfach deines Körpergewichts prescht hier entlang. Ich denke halt auch, wenn du da so easy drin sitzt, das hältst du nicht lange durch. Das ist komplett geisteskrank. Und dann geht die Luft hier hinten weiter und oh, dann geht hier die wilde Partie auch noch weiter. DRS-System, dieser obere Part wird hier hydraulisch gesteuert und kann dann nochmal aktiv als Flap gesteuert werden. Das bringt nochmal mindestens 35 km/h Topspeed dazu, wenn das DRS geöffnet ist. Und dann, ja, eine Titan Konda, ne, von dem 1,6 Liter V6 Turbo, Single Turbo, mit also E-Turbolader. Knapp 800 PS Verbrennerleistung und nochmal so um die 140 PS Systemleistung, so roughly 1000 PS. Stellt euch das noch mal vor, 800 Kilo Leergewicht, 4,5 Tonnen Abtrieb, 1000 PS. Du kannst es dir, glaube ich, nicht vorstellen, wie das abgehen muss und das doch mit solchen Walzen ans Licks. Aber das ist ja auch noch mal so, was ich sagen muss. Ich meine, wir sind ja alle Motorsportfans und wir gucken auch so ein bisschen Formel 1, aber ich bin mehr so bei diesen Straßenautos zu Hause, weil das irgendwie so realistischer, ich weiß auch nicht, damit beschäftige ich mich viel mehr. Und für mich ist natürlich McLaren auch, wenn ich an McLaren denke, denke ich an den 765 LT, 675 LT, halt diese ganzen Straßendinger. Aber wenn du hier bist, und das merke ich auch bei relativ vielen Herstellern, es dreht sich eigentlich gefühlt am meisten so um den Motorsport. Hier steht, das sind echt alles fast nur Motorsportautos und zwischendrin sind so ein paar Roadautos. Und das erste Auto, der Ursprung von McLaren, war bei dem hier, dem Austin 7. Das war tatsächlich das Auto vom Vater von Bruce McLaren, womit er Rennen gefahren ist. Er lag dann aber leider eine lange Zeit im Krankenhaus und Bruce McLaren hat sich dann gedacht, entweder
ich bin jetzt bei meinem Vater und achte auf ihn, oder? Ich nehme das Auto und fahre damit rennen. Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht, obwohl er zu jung war, weil du musstest, soweit ich weiß, ein Mindestalter von 18 Jahren haben, um damals bei den Rennen anzutreten. Und er war damals nur 15 Jahre alt, ist zu dem Rennen aber mit dem Auto hin, hat sich als seinen Vater ausgegeben. Die haben natürlich nicht geglaubt, aber haben trotzdem ihn zugelassen zum Fahren mit einem gewissen Handicap. Und er hat tatsächlich an dem Rennen alles rasiert. Er war auf Platz 1, nicht nur trotz dem, ich sage jetzt mal, dieser besseren BOP, sondern er hatte wirklich die Bestzeit auch gemacht, so von of all time. Und da war dann auch das Feuer so wirklich entfacht im Rennenfahren. Und das hat sich dann auch weiterentwickelt hier zum M8D01. Und dieses Auto ist wirklich, wo sie auch gemeint haben, so harter Platz 2 von der Wichtigkeit für diese Firma. Das ist natürlich immer noch Platz 1, weil das ist der Ursprung. Aber dieses Auto hier, und die Geschichte dahinter ist der Ursprung, warum es das hier überhaupt gibt. Nämlich das ist das Auto, womit Bruce McLaren seinen Unfall hatte und mit leider 32 Jahren verstorben ist. Im Prinzip, wir haben hier eine komplette Alu-Karosse. Das Verrückte ist halt wirklich, nochmal, wir haben hier einen 7,6 Liter Chevy Big Block V8 Motor. Wirklich ein riesen Ungetüm, auch saulaut, wie sie auch schon gemeint haben. Und das Krasse, guck mal, die Schaltgestänge von dem Getriebe, das nach hinten rausgeführt wird, führt einfach hier entlang. Das hier ist das Getriebe, wo du damit geschalten hast. Ich meine, ihr seht ja auch, was das für eine Blechbüchse ist. Damit willst du halt wirklich keinen Unfall haben. Und rechts und links daneben sind die jeweils in 40-Liter-Tanks. Das heißt, du sitzt im Sprit neben so einem heißen Ofen hinten dran. Das ist schon wirklich verrückt. Und die hatten damals relativ viel das Problem, dass die Spoiler abgefallen sind. Und sie haben super viel experimentiert und haben auch gesagt, dass der Spoiler auf jeden Fall halten wird. Das hatte auch die Rennen über. Aber als das Rennen vorbei war, wollte er unbedingt noch eine weitere Rundenzeit fahren. Und in einer der Kurven ist der Spoiler dann leider doch abgefallen. Und das war dann auch der Grund, warum Bruce McLaren verunfallt ist. Und eine kurze Zeit darauf haben sich dann trotzdem die Verantwortlichen rund um Bruce McLaren aus Neuseeland getroffen. Und um ihn zu ehren, haben sie dann die Firma weitergeführt. Und das ist heute draus geworden. Ich meine, klar, wir reden hier trotzdem von den 60ern, aber so wirklich diese Straßenautos von McLaren gibt es ja erst seit 2011, Leute. Ich meine, das ist einfach ein saujunges Unternehmen. Dieses Firmengebäude und alles entstand nur, weil sie Straßenautos bauen wollen. Und das erste Auto war dieser hier, der McLaren MP4 12C. Kaum zu glauben, dass das so wirklich das erste Auto von McLaren eigentlich ist. Ne? Man hätte jetzt wirklich so diese typische Kutschen oder so erwartet. Aber das ist es, auch damals schon komplett mit Carbon-Monocoque, V8 Biturbo-Motor. Allem, was dazugehört. Das ist schon wirklich beeindruckend. Hier haben wir jetzt tatsächlich auch noch die 50 Jahre Edition. Letztes Jahr hat McLaren den 60. Geburtstag gehabt. Das heißt, das Auto ist jetzt knapp über 10 Jahre alt geworden. Und ja, jetzt mittlerweile sind wir halt schon hier angekommen bei McLaren Artura, den wir mittlerweile schon oft gefahren sind. V6 Hybridantrieb, komplett neues Design. Natürlich immer noch McLaren treu, aber es hat sich schon wirklich viel entwickelt über die Zeit. Und das ist das Baby, was wir jetzt tatsächlich über die kommenden Tage in der Goodwood-Zeit bekommen, nämlich den McLaren 57S Spider, Leute. V8 Biturbo, den sind wir auch schon gefahren. Wenn euch da wirklich mal ein genaues Review interessiert, wo wir wirklich auf der Autobahn Vollgas geballert sind in Deutschland, packe ich euch mal den Link unten rein. Aber ist er nicht einfach traumhaft schön? Vor allem silberne Felgen, Leute. Ich liebe silberne Felgen. Dann in dieser Kombination mit den roten Bremssätteln. Ich wollte jetzt hier gerade schon die Tür aufmachen, aber wir sind natürlich in England. Somit muss ich mich jetzt da drüben rein tun und irgendwie in diesem Verkehr klarkommen. Also links mit einem Left-Hand-Drive-Auto auf dem Linksverkehr komme ich klar. Jetzt muss ich nur mal gucken hier mit dem. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Sie haben auch mir gerade schon deutlich gemacht, dass wir jetzt gehen sollen, damit wir das Programm nicht so weiter stören, weil alle schon weggefahren sind und wir uns natürlich hier so verflogen haben mit den ganzen Themen. Geil ist, oder? Colorstream heißt es ja bei McLaren, diese Farb-Flip-Flop-Übergang-Ding. Irgendwie schon fancy, ne? Aber jetzt kommen wir so für mich mit zum Finale des heutigen Videos. Und zwar der größten Legende wohl von McLaren, nämlich den McLaren F1, Leute. Das ist tatsächlich so das erste Auto gewesen und genau dieses Exemplar hat die ganzen Rundenrekorden auch aufgestellt. Und das ist jetzt vielleicht so das zweite oder dritte Mal, dass ich einen F1 überhaupt sehe. Und jetzt auch für mich nochmal so besonders, diese ganzen technischen Details mal anschauen zu können für ein Straßenauto. Denn super fancy, guckt dir mal dieses Hinterrad an. Wie dick dieser Reifen ist und wie verrückt geshaped. Ich meine, das ist der Reifen für dieses Auto. Das ist ein 315-45-17. Wir haben 17 Zoll auf der Hinterachse damals. Und so eine dicke Walze trotzdem. Mit diesem Centerlock und das ist halt alles besonders.
Aber der Ursprung von diesem Auto, ich glaube, das wussten auch gar nicht viele und das finde ich super interessant. McLaren hatte halt auch so seinen typischen Gegner wie viele andere auch, nämlich Ferrari. Und sie wollten unbedingt Ferrari in Italien schlagen. Das war eigentlich immer so ein sehr großes Ziel von dieser Firma. Und jedes Mal, wenn sie es geschafft haben, haben sie ein eigenes Auto gebaut. Aber es gab eine Saison, wo sie super viel Pech hatten, wo das Auto rausgeflogen ist durch irgendwelche Schäden und dann haben sie es leider nicht geschafft. Aber sie wollten trotzdem eine Antwort auf Ferrari bringen, denn sie konnten es nicht schaffen, sie auf der Strecke zu schlagen, deswegen wollten sie sie unbedingt auf der Straße schlagen. Und das war dann das Ergebnis davon. Sie gingen zu Gordon Murray, der damals, meine ich, auch das F1-Team geleitet hat oder ein großer Part mit dabei war und haben dann dieses Ding hier kreiert. Es war so das erste wirkliche Hypercar überhaupt, denn es war das erste Auto, was komplett aus Carbon besteht, also ein komplettes Carbon-Chassis. Es war das erste Auto, was über 250 Meilen gepackt hat. Und es war auch das erste Auto, was $1 Million gekostet hat. Und ich finde es halt wirklich verrückt, weil McLaren ist ja immer noch eine Marke, wenn ich mit vielen leider spreche, die immer noch so, ja, voll geil, aber Aber der F1 ist ja wirklich so ein Standalone-Auto. Das ist halt so der Grail von vielen. Und es ist ja eigentlich auch mittlerweile so eins der teuersten Autos überhaupt, die so gehandelt werden, also im zweistelligen Millionenbereich. Das aber halt auch zu Recht. Ne? Hier haben wir jetzt, wie gesagt, das erste Prototypenfahrzeug, McLaren F1 XPS aus 93, ne? Mit dem BMW V12 Motor. Nebendran haben wir dann noch das Rennauto, den McLaren GTR. Und die hat er dann auch in Le Mans und in super vielen weiteren Serien dann richtig rasiert. Und die haben es ja auch sogar als einzelnes Team, ich glaube überhaupt, also bisher hat keiner mehr damit geschafft, die Triple Crown zu gewinnen. Also sprich Le Mans, die Indy und die dritte habe ich jetzt leider vergessen. Aber dieses Auto ist so wirklich der Ursprung und der Dank eigentlich so an alles. Das ist das Siegerfahrzeug. Und um das zu feiern, haben sie dann wiederum den F1 LM kreiert für die Straße. Der doch einfach verdammt sexy aussieht. Boah, weil ich muss ehrlich sagen, F1, klar, Mythos, alles brutal, aber für mich war das auch so ein bisschen mein Problem beim Gordon Murray. Er sieht halt doch ehrlich ein bisschen zu rund gelutscht, ein bisschen fehlt was. Und genau das hat er hier einfach. Ne? So sieht er doch vollkommen perfekt aus. So ein bisschen breiter, einen Splitter, einen gescheiten Flügel hinten drauf, so einen Schuss länger. Guck, komm, lass uns den mal ein bisschen genauer angucken, ey. Wir haben gerade vorhin auch die Möglichkeit gehabt, da haben sie die Tür aufgemacht. Ich habe mal ein paar B-Rolls rein, wo man nochmal so den Innenraum gesehen hat. Da mit diesem Carbon-Schalensitz, der top modern auch aussieht. Also der aktuelle Recaro Podium sieht gefühlt genauso aus. Und jetzt schau doch mal das hier an, ne? Wie das hier dann geformt ist, diese Carbon-Konstruktionen. Hast du hier diesen, hier steht es ja auch, BMW M-Power V12, ne? Mit dieser legendären Ansaugung. Die Luft geht hier oben am Roofscoop rein und geht dann hier durch diese Doppel-Carbon-Rohre hier unten in diesen Motor rein. Junge, Junge, Junge. Und dann das hier, Endschalldämpfer. Einfach vier Stück, ne, die hier dann so aus dem Motor rauskommen, bumm, so nach unten gezimmert. Und dann raus die Rotze, Leute. Ist das nicht geil? Das ist geil. Aber bevor wir final die Tour im 57S starten, habe ich mir nochmal einen McLaren-Mitarbeiter geschnappt, um mir meine finale Frage beantworten zu lassen. Denn man hatte hier und da immer mal so wieder gehört, dass McLaren schon insolvent sei. Und da gab es ganz, ganz viele Gerüchte und hatte auch schon Gespräche mit irgendwelchen Leuten, die ich aber relativ an mir abblocken lasse, wenn ich keine weiteren Infos dazu habe. Aber interessiert hat es mich trotzdem und deswegen habe ich mich mal so ein bisschen darüber schlau gemacht. Die Anschuldigungen bezogen sich hauptsächlich auf die Corona-Pandemie und da hatte McLaren tatsächlich schon ein bisschen zu kämpfen, denn wie ein Mitarbeiter erzählte, hatte McLaren in der Zeit relativ lange zu und somit konnten sie keine Autos produzieren und auch dementsprechend nicht verkaufen. Das heißt, relativ geringe Einnahmen zu relativ gleichbleibenden Ausgaben, ne? Weil die Leute waren trotzdem da, die Leute mussten trotzdem bezahlt werden und bei so einem relativ frischen Unternehmen, was so intensive Investitionen auch betrieben haben in Sachen von Gebäude, von neuen Technologien etc., ist es natürlich halt schon heftig. Und somit drohte tatsächlich dann über kurz oder lang so in die Richtung Insolvenz zu gehen. McLaren ging dann den Weg und wollte einen Teil seiner historischen Formel-1-Sammlung verkaufen im Wert von 300 Millionen Euro. Aber ein Teil der Gläubiger verhinderten den Verkauf. Dann haben sie als nächsten Schritt ein Lease-Cashback-Geschäft mit dem HQ gemacht. Sie verkauften also das MTC für um die 220 Millionen, bezahlen das jetzt im Prinzip über eine Zeit hin ab, um für den Moment aber wieder liquide neue Projekte zu entwickeln und dann auch wieder liefern zu können. Laut Aussagen eines Mitarbeiters sind sie aber sehr gut dabei und das Gebäude wird auch definitiv McLaren eines Tages wieder gehören.
Natürlich kann man McLaren nun viel ankreiden, aber man muss sich nochmal vor Augen halten, wie kurz es die McLaren Automotive erst gibt, was ja auch ein sehr großer Teil der McLaren Group ist. Und klar, ob man jetzt als Neuling so groß hätte bauen müssen, ist ein Part. Aber auf der anderen Seite habe ich einen riesen Respekt vor Leute, die große Risiken eingehen und wirklich mal was wagen, auch zum Thema Investitionen. Ich bin davon überzeugt, dass McLaren mit seinem relativ neuen Team diese etwas härtere Zeit gut überstehen wird. Und ganz ehrlich, Leute, auch ein Ferrari oder ein Porsche hatte in seinen Anfangsphasen mal ordentlich Probleme und waren vor ähnlichen Situationen. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich gehört es einfach mit dazu. Für mich jedenfalls geht es jetzt aber ab in die Rakete. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Leute, guck mal hier mit diesen wunderschönen Louvers und so weiter. Oh, das wird jetzt was hier. Right-Hand Drive, wir haben sogar Carbon-Einstiegsleisten. Vor allem auch noch geil, endlich mal wieder P1-Sitze. Da auch mal ein Appell an McLaren Stuttgart. Ihr respekt eure Autos immer mit diesen Gartenstühlen von Komfort-Sitzen. Ah, warte mal, machen wir das mal so. Was willst du mehr? So, die ersten Meter auf rechts gelenkt in 57. Ich meine, wir sind das Auto ja schon mal gefahren und ich bin so froh, wieder hier drin zu sein. Man hat halt direkt dieses McLaren gefunden. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, warum sie dieses Fahrwerk sich so viel Mühe gegeben haben, das komfortabelste Fahrwerk auf dieser Welt zu erschaffen. Weil die Straßen hier rund um England sind einfach nur die absolute Vollkatastrophe. Mit dem Auto ist es aber halt super chillig. Chilliger als im ML, oder? Hast du den Hass gespürt? Direkt Wheelspin. Aber nur Wheelspin. Das ist halt eine andere Nummer halt nochmal, ne? Artura, ey, ihr wisst, ich liebe dieses Auto, aber nichts geht gegen good old V8 Power, Alter. Du spürst auch diese Vehemenz, wie du die ganze Zeit dagegen kämpfst. So. Nur. Aber genau das liebe ich. Jetzt langsam komme ich auch rein, so im Rechtsfahrverkehr. Er regelt nur rein. Dritter Gang war das, ne? Du spürst jetzt halt auch krass diesen Unterschied zum Artura, weil wir jetzt halt hier keinen Hybrid-Boost haben. Das fand ich halt schon geil beim Artura, ne? Weil du gibst Gas. Guck mal. Jetzt erst Karma. Artura wäre schon direkt losgestürmt. Du hast ja genauso die Verbrenner-Emotionen, aber halt dieses. Es macht halt noch so leichtfüßiger. Hier ist halt raw, oldschool. Ich sag's wie es ist, Leute. Diese Idee ist jetzt genau 3 Tage alt. Also vor 4 Tagen hätte ich nicht mal ansatzweise daran denken können, in einem McLaren 57S durch England zu fahren und damit dann auch noch morgen nach Goodwood. Das war gerade schon eng, ne? Nur Verkehr hier und Städte und es ist schon eng hier. Junge, Junge, Junge. Boah. Oh, hast du gehört? Gern ich das Auto mal auf der Rennstrecke fahren würde, auf Trophäe aus, gell? Jetzt will ich mal ganz kurz Dach zumachen. Mal kurz testen, weil ich bin bisher immer nur offen gefahren. Oh shit, die GoPro. Ah, die müsst halten. Aber das Geile am Cabrio ist halt einfach, ne, jetzt kann man hier aufmachen. Das heißt, wir können trotzdem noch Sound genießen. So, ne? Und vor allem, füllen wir kurz hoch. Wir haben ein Glasdach im Cabrio. Und achte, wenn so viel Sonne scheint, kann ich das dimmen. Auf. Dimmen. Dann kannst du sogar noch stufenlos das da regeln. Auch geil, oder? Du bist ja jetzt schon 675 und so weiter mitgefahren. Er war noch mal ein bisschen rauer, ne? Weil halt LT und so. Ne? Ja. Der ist halt im Vergleich dann schon entspannter so vom Fahrwerk und allem her. Aber die Potenz hier ist schon noch mal. Auch noch mal ein Schuss mehr Hubraum und allem. Wirst du gleich merken. selbst mich kickt gerade. Und wir machen dann hier so ein bisschen Kingerlitzchen mit Einregeln und alles, dann müssen wir richtig beschleunigen hier. Du merkst halt auch wie. Das ist ja nicht geil gemacht. Du hast ja hier Komfort, Sport und Track.
Und bei Sport ist halt so die emotionale Stellung halt. Da hast du die Wirbels und du hast emotionale Schallvorgänge. Das heißt, du spürst es richtig beim Fahren, was ich sehr geil finde. Aber wenn du deinen Track gehst, dann macht er das alles nicht mehr. Da geht es einfach nur drum schnell. Weil so ruppeln ist ja eigentlich nicht gut. Es bringt eher Unruhe ins Auto und da ist es wieder weg. Da geht es einfach nur. Ja? Das heißt, du hast alles, was du brauchst. Weil bei Porsche zum Beispiel hast du nur dieses perfekte Schalten. Und ich finde irgendwie ein bisschen lamey. So. Alter, wenn du schaltest, ne? Also, wah, bam, nix da. Boah, ist das geil. Das kann ich dir Negatives sagen, weil ich hier immer die Kritik bekomme, dass ich so oft so viel Positives sage. Ich bin tatsächlich so ein bisschen vermisse ich den Hybrid schon. Finde ich jetzt bei Matura halt geil, also von der Performance halt her, weil ich dieses untenrum ziemlich geil finde, wenn er dieses Turboloch nicht mehr hat. Es hat seine Emotionen nicht falsch verstehen. Dafür ist der Punch krasser. Wenn der Lader dann mal eintritt, dann ist es halt heftiger, weil beim Artura kaschiert er das halt, weil du schon merkst, oh okay. Na, und der Verbrenner ist jetzt nicht so viel stärker, dann im Verhältnis, dass du denkst, boah, das kickt dich, also hier kickt sich mehr. Aber es macht dich halt einfach irgendwie geiler für den Daily-Gebrauch, wie ich finde. Sonst, wie gesagt, Verarbeitungsqualität ist halt schon einfach besser geworden beim 57. Also, boah, ich hab's rausgefunden. Dritter Gang. Im Raum 3000 Umdrehungen. Leicht aufs Gas. Fühlt sich wohl, ne? Wenn man mit deinen Haaren so im Gesicht die ganze Zeit rumwählt, das liebst du, gell? Ich weiß das. Ja, geil. Jetzt. Boah. Aber das klingt halt auch, du hörst halt richtig, wie kurz die Abgasanlage ist. Also sind wirklich, die sind Crackles zwar im Endschalldämpfer drin, aber trotzdem halt sehr, boah, quasi aus dem Motor raus. Um Gottes Willen, was war denn das jetzt, Apfel oder was? Boah, bin ich erschrocken. Gott sei Dank ist er nicht reingeflogen. Nochmal zumachen lieber. Okay, besser als ey. Boah, bam, da war's. Brutal, oder? Echt, macht fast schon aggro, so geil ist das. Ich sag's euch, Leute, das war einfach wieder ein Genuss an Fahrt. Wir sind jedenfalls bestens im Hotel angekommen, was so urbritisch war. Eine richtig geile Location, wo wir noch coole Bilder machen konnten. Dann ging's ab ins gemeinsame Abendessen mit einer richtigen Überraschung, Leute. Denn es war einfach der Neffe von Ayrton Senna da. Bruno Senna war bei uns am Abendessen, den ich mit Fragen löchern konnte. Das war so episch. Er ist dann auch an den nächsten Tagen in Goodwood mit dem McLaren Senna gefahren. Und so eine Person mit dabei zu haben, da auch nochmal ein unendlichen Dank an McLaren, dass ich das so mitmachen konnte, einmal das MTC besuchen, den McLaren 57S fahren und damit sogar am nächsten Tag noch nach Goodwood fahren zu können. Also ich bin wirklich über die Maße hinaus happy und dankbar und unfassbar und so weiter. Und ja, Leute, wie ihr schon gehört habt, im nächsten Video geht's nach Goodwood. Deswegen abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Unendlichen Dank, dass ihr wie immer mit dabei wart. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und damit sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut und bis dann. Ciao.